So, hallo allerseits, willkommen zurück zu The Epic Quest. Nein, The Mighty Quest for Epic Loot. Schwerer Name. Wer denkt sich sowas aus? Keine Ahnung. So, wir sind zurück und das letzte Mal ist unser Spiel abgeschmiert bei dem Versuch, Minions zu beschwören. Diesmal klappt es. Und wir können einen Derp oder einen Snotter haben. Ah, von den Werten her ist so ein Derp besser als ein Snotter. Aber ein Snotter ist ein Range-Gegner, sozusagen. So. Schmeiße ich hier mal. Okay. Mehr darf ich nicht. Ah. Ich muss mein Defense Rating, meine Verteidigungswertung upgraden, damit ich noch mehr Dinge tun kann. Noch mehr Verteidigungsviecher haben kann. Ich nehme an, das wird sich auch auf Fallen in irgendeiner Form auswirken. So. Einen Zyklopen kann ich haben. Zählt er als Boss? Okay. Text. Ich verliere 20% von meinem Gold in meinem Lager, wenn ein anderer Held meine Burg durchbekommt. What you saying, Willis? Kann ich denn eigentlich nicht die verdammte Kamera verschieben? So, hier geht's rein, ne? Dann. Tja, fangen wir mal direkt dick an hiermit. Mit dem Zyklopen. Dann machen wir keine halben Sachen. Direkt dahinter kommt eine kleine Gruppe Snotter, die den Zyklopen unterstützen werden. Und damit wir richtig viel Spaß haben, schmeißen wir noch so ein bisschen Kanonenfutter dazu. Ob es was helfen würde. So. Okay. Kann ich mir noch einen Zyklopen leisten? Wunderbar. Der wird hier aufgestellt. Ich kann dann nicht noch einen zweiten dazu stellen. Erstens, weil ich nicht genug Punkte habe. Ups. Und du kriegst auch noch einen Snotter. Damit du nicht alleine bist. So, jetzt soll ich Fallen bauen, die ich offensichtlich auch beschwöre. Alright. Okay, und jetzt kaufe ich mir ein Minenfeld und würde erneut wieder sehr gerne die Kamera verschieben. Okay, es geht offensichtlich. So. Und hier kommt selbstverständlich noch ein Minenfeld dazu. Kleberkram. Und somit haben wir das Schwerste direkt am Anfang. Und das wird jeden direkt abschrecken. Bin ich vollkommen sicher. Kevin und Peterbus. Gemeinsames Porträt. Meine Reise beginnt. Wir haben einiges an tiefer Seelensuche getan. Und Kevin will offensichtlich was von meinem Gold. Er nennt sich nämlich einfach so Partner. So, okay. Let's see. Eine Regionenkarte. Let's click on it. Okay, das hier ist die. Okay. Gehen wir mal in die Scented Gardens und hier gibt es einen. Nein, Heated Gardens.
Und wir müssen Mr. Fireslice Burg erobern, um in die nächste Region zu bekommen. Okay. Aber wir fixen ins Inventar. Cool. Heben wir einfach mal auf. Vielleicht einen Jäger kann man ja noch erstellen. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Ein zeremonielles Schwert. Deutlich besser als das, was wir haben. Wird ausgerüstet. Wird benutzt. Wir haben kaum noch Tränke. Ah, so wird das aber nichts mit Peterbus. So wird das aber nichts. Was ist denn hier jetzt eigentlich? Das hier sind doch spielererstellte Burgen, nein? Castle Level 6 Defense Rating 100. Puff. 1 von 25. Ja. Ich kann da nicht rein. Kann ich das hier vielleicht neu laden? Dass mir nicht. Wow, warum? Wow, ist das hier voll. Das ist ja der helle Wahnsinn. Nein, da darf ich nicht rein. Was ist denn hiermit? Darf ich hier rein? 115, wow. Okay. This castle is shielded. Was auch immer das bedeutet. Ich greife jetzt einfach mal eins an. Ich habe keine Ahnung, was mich hier jetzt erwartet. Wahrscheinlich werde ich gnadenlos abgeschlachtet. Ein Zyklop. Ja, das war jetzt wenig beeindruckend. Das hier ist deutlich beeindruckender. Oh Gott, ein Heiler. Das ist natürlich... Okay. Wie kriege ich den Heiler tot? Kriege ich den Heiler tot? Erstmal ein bisschen was Kleineres killen. Wahnsinn. Und da muss ich auch schon meinen Trank verwenden. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Oh, wow. Okay, so ein 115er Ding ist schon was anderes. Muss man schon sagen. Level 8, das ist deutlich zu stark für mich. Und da bin ich gefallen. Tragisch. Zu viel für mich. Soll ich sagen. So, aber irgendwie die Grünen sind wahrscheinlich nicht irgendwelche übertrieben kranken Burgen, sondern NPC-Burgen, durch die man auch tatsächlich durchkommen kann. 115 von 115. 115 von 115. Wow. Erstmal ein bisschen leveln. Ein bisschen Equip sammeln. Ein bisschen besser werden. Schauen wir mal. Es ist doch gleich schon was ganz anderes jetzt. Irgendwie verstehe ich den Angriff immer noch nicht. Ich muss ihn unbedingt auswechseln. Oh, ich habe einen Hammer gefunden. Ich stehe auf Hammer. Auf Hämmer. Hämmer ist korrekt, glaube ich. Ah, immer boxen, die Kleinen. Sterbt! Sterbt! Elendlich. Die mag ich. Die sind toll. Die kippen instant um. Ja, wir müssen
Wir müssen ein bisschen voran machen. Zeit läuft uns davon. Ach Gott, ich verachte Dinge, die weglaufen. Es fällt ihnen ein, davon zu rennen. Habe ich überhaupt noch einen Trank? Okay, also meine Zeit habe ich jetzt versaut und ich sterbe wahrscheinlich auch noch, aber das versuche ich mir zu verhindern. Aber gerade so nur. Puh. Es wird immer schwieriger. Immer schwieriger. Ja, ja, ist schon okay. Ich krieg den Bonus nicht. Sehr gut. Sehr gut. Aber immerhin, die nehme ich noch mit. Ich glaube, ich muss mal. Was ist denn dieses? Was soll mir das denn sagen? So, was kann ich denn hier machen? Ich könnte nochmal upgraden. Ich weiß nicht, wofür ich Life Force sonst noch brauche. Wenn ich mir irgendwas, das schmiedet sich alles nur mit Gold. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles tun im Augenblick? Nee, ich bin arm. Arm, so arm. Was ist das hier eigentlich? Habe ich den einfach so übrig? Ich upgrade einfach mal.